Der Gedanke von Digital Twin kam von der Feststellung, dass die Bauprozesse zu stark fragmentiert sind und dass wir im Bauwesen zu weit hinterher sind in der Digitalisierung von diesen Prozessen. Und wir denken, dass durch einen digital gestützten Prozess möglich sein wird, gezielt die richtige Lösung mit dem richtigen Materialeinsatz dann zu entwickeln. Deswegen brauchen wir aber alle verschiedenen Partner der Wertschöpfungskette an einen Tisch, um mal dieses Prozess der Fragmentierung einfach durchzubrechen. Und daraus kam der Gedanke für das Digital Twin. Unsere Rolle war als Planer dann zu zeigen, was sind die Problematiken in der Planungsphase. Und in den Austausch kam heraus, was die Problematik einer typischen ausführenden Firma während der Ausführungsphase sind. Und durch diesen Austausch konnten wir genau gezielt eine Lösung entwickeln, die parametrisch aufgebaut ist. Und woran wir den Fokus gestellt haben, war die Möglichkeit, Ebene ein- und auszublenden für die unterschiedlichen involvierten Akteure. Und dadurch konnte man immer parametrisch Informationen austauschen, aber die Firmen haben wichtige, für sie wichtige Informationen trotzdem nicht aus der Hand gegeben. Und das geht weiter darüber hinaus. Die Firma schafft dann aus so einem Modell Informationen für die Baustelle zu generieren. Sie kann Handwerker, die vorher sonst auf einen Plan geschaut haben, über Augmented Reality oder Virtual Reality Rückmeldungen zeitnah geben und denen genau sagen, du musst so schweißen, du musst so schrauben, da ist eine Abweichung, Achtung, wir reagieren auf diese Weise. Und die Improvisation, die sonst auf der Baustelle immer mal wieder stattgefunden hat, die kann man dadurch vermeiden und viel, viel effektiver dann umgehen. Und dadurch hoffen wir einen Beitrag zu leisten dann für eine Verbesserung der Prozesse und letztendlich, wir sind Planer, Berater, eine Verbesserung der Qualität der Bauwerke, weil das ist immer unser Ziel dabei. Werner Sobeck als Unternehmer hat ja den Vorteil, sehr viele Disziplinen bei sich zu vereinen. Wir haben Tragwerksplaner bei uns, wir haben Fassadenplaner, wir haben Architekten, Planer für die Gebäudeausstattung. Und damit bringen wir eigentlich sehr, sehr viel Know-how mit. Und gleichzeitig haben wir den Vorteil, eigentlich also an der Schnittstelle zu sitzen zwischen dem Kunden und zwischen denjenigen, die es dann tatsächlich erstellen müssen. Und diese Schnittstelle versetzt uns eigentlich in die Situation, von Haus aus damit umgehen zu müssen, zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen ja ein bisschen zu koordinieren. Und damit ist Digital Twin eigentlich ein ganz wichtiges Thema für uns, weil ein Teil unserer Arbeit einfach diese Koordination ist und anhand des digitalen Zwillings ganz stark vereinfacht werden kann. Ein Teil von Digital Twin ist es halt, für diese Schnittstellen Lösungen zu finden und diese Lösung so zu finden, dass nicht jeder sich dabei verbiegen muss, sondern jeder weiterhin in seiner Umgebung arbeiten kann und diese einzelnen Umgebungen miteinander verknüpft werden können. Und das haben wir anhand einer Gitterschale getestet. Wir sind dabei als Architekt und Tragwerksplaner in diesem Test drin und die Firma Seele als Fertiger. Und über eine gemeinsame Datenbank haben wir eigentlich den Datenfluss erzeugt und sowohl unsere architektonischen Daten einbringen können. Wir können tragwerksplanerische Daten mit einbringen und die Firma Seele kann fertigungstechnische Daten reinbringen. Wir haben dafür dieses Interface entwickelt, das wir auf mobilen Endgeräten nutzen können, Tablets, auf einem Laptop. Das Interface zeigt eigentlich ganz gut, wie die unterschiedlichen Planungsbeteiligten zusammenkommen. Zuerst wird der Entwurf der Gitterschale in der CAD-Software gemacht. Hier können wir die Basisfläche manipulieren und so ändern, wie wir das wollen. Wenn wir die Form festgelegt haben, können wir
unseren Algorithmen starten. Das befindet sich in Grasshopper. Das besteht aus mehreren Teilen. Das kann ich am besten auf dem Tablet zeigen. Zuerst wird die Basisfläche in der Mesh-Geometrie konvertiert. Dann aus dieser Mesh-Geometrie entsteht das Drahtmodell. Das besteht aus Achsen und Knoten. Dieses Drahtmodell wird verwendet, um PIM-Modell in Revit zu erzeugen. Das wird automatisch im Hintergrund schon erzeugt. So sieht dann unsere Schale in Revit aus. Wir können das kontrollieren. Einzelne Elemente haben IDs. Diese IDs werden in der Datenbank gespeichert. Dann Fertiger kann diese Datenbank auch verwenden, Änderungen vornehmen und nochmal in die Datenbank speichern. Wir können auch die Daten aus der Datenbank bei uns analysieren. Welche Knoten wurden verschoben? Zum Beispiel einzelne Knoten wurden in Z-Richtung verschoben und die gesamte Gitterschale-Geometrie wurde geändert. Deswegen müssen wir das bestätigen. Und wenn wir das bestätigen, kann der Fertiger schon anfangen, einzelne Stäbe und Knoten erstellen. Das ist in diesem Beispiel, haben wir das im 3D-Drucker gedruckt, um zu prüfen, wie das funktioniert, Verbindung zwischen einzelnen Stäben und Knoten. Dann wird das zusammengebaute Teil so aussehen, ziemlich präzis, bis zu millimeterweise. Und weil das nicht planar ist, die ganze Schale kann die gekrümmte Geometrie erzeugen. Und dann das fertige Revit-Modell können wir in EFC exportieren für die Zusammenarbeit im OpenBIM. Ein Projekt wie Digital Twin mit dem Ansatz, Informationen auszutauschen zwischen verschiedenen Plattformen, war die Verwendung von OpenBIM essentiell, weil eine ausführende Firma benutzt üblicherweise eine ganz andere Fertigungsplattform als ein Planungsbüro. Und oft passiert, dass die ausführende Firma die Daten komplett neu generiert, was an sich keinen Sinn macht. Ja, entstehen Fehler, entstehen Probleme bei der Übertragung von Informationen. Und was wir gelernt haben und was wir entwickelt haben, war dann die Austausch von unterschiedlichen Plattformen besser parametrisch basiert steuern zu können. Und ich denke, das gibt auch einen Impuls auch an den Entwickler von Schnittstelle, wie dann in Zukunft, was dann in Zukunft auch noch gebraucht sein könnte. Und dadurch hoffen wir einen Beitrag zu leisten dann für eine Verbesserung der Prozesse und letztendlich, wir sind Planer, Berater, eine Verbesserung der Qualität der Bauwerke, weil das ist immer unser Ziel dabei.